Jawohl, super. Wollt ihr auch so einen coolen Fangbecher bauen? Dann schaut jetzt gut zu. Und dafür braucht ihr ein Faltpapier ungefähr 15 auf 15 cm, etwas Wolle oder eine andere Schnur, eine Schere, eine Perle. Ihr könnt aber auch genauso gut einen Knopf nehmen oder ein Bonbon, irgendwas, was ein bisschen schwer ist. Und eine Nadel. So, und dann geht es auch schon los. Mit dem Faltpapier faltet ihr ein Dreieck. Und dann nehmt ihr die rechte Ecke und faltet sie ungefähr in die Mitte dieser Seite. Dann nehmt ihr die andere Ecke und legt sie an diese Kante. So, dann nehmt ihr oben das kleine Dreieck und faltet es nach vorne. Und das hintere faltet ihr nach hinten. Das sieht dann so aus. Nun klappt ihr das vordere Dreieck nach oben und öffnet diesen Schlitz. Dort steckt ihr das obere Dreieck hinein. Faltet nochmal gut alle Kanten nach. Und schon habt ihr den Becher fertig. Nun schneidet ihr ein Stück von der Wolle ab. Fädelt es durch das Nadelöhr. Macht einen Knoten ins andere Ende, noch einen, sicher ist sicher, vielleicht noch einen vierten oder fünften, damit die Schnur nachher nicht durchrutscht. Dann stecht ihr mit der Nadel innen in den Becher ein Loch. Zieht die Nadel heraus. Das sieht dann so aus. Und fädelt die Perle auf und bindet sie nun unten fest. Ein Knoten, zwei Knoten, zur Sicherheit noch einen dritten Knoten. Das überstehende Ende etwas abschneiden und fertig ist euer Fangbecher. Viel Spaß damit!